Freunde Pokémon, willkommen zu einer neuen Folge Mutant Max Deluxe. Denn wie ihr schon seht, sind wir wieder in der dunklen Deluxe-Welt angekommen und müssen jetzt die Level bewältigen. Seems legit. Ich habe mich vorhin noch gewechselt zum upgradeten Jetpack, so nenne ich das jetzt einfach mal. Und ja, dann gehen wir mal ins Level. Und ja. Ich habe letzte Folge vergessen, das Thema zu Ende zu bringen. Also das mit den YouTubern. Das werde ich jetzt heute machen. Ich werde das jetzt machen. Die Folge sollte eigentlich schon früher kommen, ich weiß. Aber ich hatte zu tun. Deshalb entschuldige ich mich dafür. Vielleicht kommt dafür morgen 2 oder heute 2. Wahrscheinlich aber morgen. Weil heute einfach, weil ich viele heute keine Zeit haben und ich alleine wenn dann aufnehmen müsste. Ich versuche mich jetzt mal ein bisschen hier auf das Spiel konzentrieren, weil ich bin gerade voll verplant und alles. Das tut mir natürlich leid. Aber natürlich werde ich das Thema nicht beenden. Ich werde das jetzt hier weiter besprechen. Für die Leute, die das nicht mehr wissen, welches Thema, das Thema YouTuber. Ich habe ja gesagt, dass ich dumm bin. Nein. Ich habe ja gesagt, dass ich viele englische YouTuber. Warte kurz. So, da bin ich wieder. Also ich habe ja gesagt, dass ich zu, also dass ich immer, dass die anderen Leute es die meisten. Leute, die deutsch sind zum Beispiel, dann eigentlich ja deutsche Leute abonnieren müssten, ne? Aber bei mir ist es einfach so. Mann, was ist jetzt los, Alter? Also bei mir ist es aber so, ich abonniere voll viele, also fast nur englische Leute. Und das ist schon ziemlich komisch, weil, weil bei englischen Leuten, diese US, ihr wisst schon, was ich meine. Es gibt halt viel mehr Videos von englischen Leuten. Ich sag einfach an englische Leute, auch wenn es nicht wirklich richtig stimmt. Und ich merke gerade, wir hatten einen Checkpoint, das kannst du mich umbringen, ja? Weil die Passage kenne ich und die ist richtig, wie sage ich das, freundlich. Es triggert mich sehr, diese Passage. Und ich versuche, sie triggerlos zu schaffen. Ich weiß, das hat sich jetzt dumm angehört, aber mir ist nichts anderes eingefallen. Egal, zurück zum Thema. Wie soll ich das jetzt sagen? Jetzt bin ich rausgekommen. Ihr müsst wissen, ich habe mal wieder solche Tage, wo ich einfach mal nicht schlafen konnte und jetzt einfach mal direkt nach der Schule einfach mal geschlafen habe, weil ich so kaputt war. Ich konnte einfach die ganze Nacht nicht schlafen. Das könnten wir auch als Thema jetzt nehmen. Ganz kurz mal. Boah, zurück. Und nicht verkacken. Ja. Jetzt bin ich mal wieder aus dem Thema. Und deshalb fange ich wieder das YouTube-Thema an. Also ich muss schon sagen, das ist schon ziemlich... My goodness. Ja, dann bring mich halt um und dann mach ich es nochmal. Solange wir da noch ein bisschen reden, können wir ja die Level machen. Heute wird nicht mehr so viel geschafft. Wahrscheinlich 1 und 2 Level. So 2 Level werde ich heute schaffen. Bin halt schon ein bisschen durcheinander und wie gesagt, ich wollte jetzt wieder wieder mit... Oh Mann! Regelmäßig Videos zu machen. Ich hoffe, das wird mir auch gelingen. Habe ich jetzt extra umgebracht. Ich werde eben die Coins sammeln und dann reden wir weiter. Und während ich dann die Coins sammle, werde ich... Oh, das war's. Kein Coin. Komm. Wir konzentrieren uns jetzt. Ich muss wach werden. Und ja. Ein bisschen wacher werden. Ja. Ich hoffe, euch gefällt auch jetzt der Sound. Also, dass es auch laut und leise ist, also gut genug, ne? Ich hoffe, das gefällt euch, wenn ja,
Könnt ihr es ja in die Kommentare sagen. Oh mein Gott. Ihr wisst schon, was ich meine mit der Passage. Die triggert wirklich hart. Die triggert. Ich wollte schon das F-Wort bei hier sagen. Aber es könnten ja kleine Babys zuschauen. Und dann wollte ich das nicht. Ja. Okay, komm. Wir müssen uns jetzt... Oh! Oha! Wie habe ich es geschafft, mich dort nicht zu treffen zu lassen? Das ist aber Kunst. Okay, die Passage kann ich mich nicht erinnern, weil die eine, die kenne ich auswendig. Die hat mich nämlich damals so hart... Ach, hier ist das Ziel! Nur der Sparter muss da weg. Ich werde das Thema gleich noch ansprechen. Keine Angst. Boah. Aber wenn man, wie man da durch will. Okay, wenn ich jetzt sterbe, passiert aber nicht. Gut. Hier schon mal. Nächste Level und dann rede ich weiter. Hm. Ah, das ist jetzt gerade der zweite Track von der Welt und das war sehr schlau von mir. Ich weiß. Och nee, Jump'n'Run Passage mit diesem Ding. Ey. Das ist eine meiner Hasswelten. Muss rein. Mann, komm, treff ihn. Oh mein Gott. Boah, oh, ich kriege noch mal 10. Ach so, die spawnen da immer wieder die 10. Hallo, kannst du mal treffen? Hier kommt. 3, 2, 1, zack. Geht doch. Also ehrlich. Ja. Das Level ist schon ziemlich kacke. Weil wann mein Mikro ankommen wird, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Es sollte natürlich ankommen, kommt natürlich wieder nicht. Typisch. Mal schauen, wenn das jetzt nicht bald kommt, dann lege ich da Beschwerde ein, mache die Anzeige, keine Ahnung, wie blöd, du bist schon. Die Story, die kommt erst beim Unboxing-Video, was da alles passiert ist. Also könnt ihr schon mal euch warm machen. Ach komm, machen wir alles hier weg. Also wie gesagt, YouTuber, ich verstehe das auch nicht ganz. Ich rede auch meistens so Englisch, also ich rede gerne Englisch. Gerne, ja, lieber als Deutsch, das muss man einfach sagen. Und ja, ich habe auch ein paar Leute, die mit denen ich immer Englisch rede. Von daher, das ist nicht so, ne? Kein großes Ding. Boah, habt ihr es gesehen? Das war knapp. Oh, ja. Jetzt wollen sie mich triggern. Aber das ist ein Checkpoint. Solange ich mich nicht treffen lasse. Yeah. Weg. Oder nicht? Egal, ich hatte ja einen Checkpoint. Ach, die Passage. Ja, ich muss sagen, es gibt viele Passagen, die mich nerven. Diese hier ist mehr so eine nervige Passage. Das ist sowas, das ist halt das, was wir vorhin gesehen haben. Nur halt einfach und nervig und es kostet halt zu viel. Ne? Egal. Also. Es ist schwer, so ein paar Themen, vor allem dieses Thema da, so ein bisschen zu besprechen, weil es ist schon ein bisschen kompliziert. Es wird heute vielleicht 2 Folgen geben. Kommt drauf an, wie ich mich fühle. Wie ihr schon merkt, fühle ich mich nicht so gut. Und ich hoffe, dass es nächste Folge besser wird, weil sonst blabere ich die ganze Zeit nur solches wildes Zeug, so wie jetzt. Und das ist wahrscheinlich nicht schön zum Ansehen. Und ich glaube, ich werde sterben. Mal schauen. Wir dürfen aber nicht dran glauben. Wir dürfen nicht glauben, dass wir sterben. Dann funktioniert's. Jo, lauf ihn in die Beine. Keine Ahnung, wie ich jetzt auf Beine komme. Ihr merkt schon. Ganz verwirrend hier die ganze Zeit. Hier, lol.
Hashtag hier. Also, ich will jetzt eigentlich nicht sagen, welche YouTuber ich jetzt so schaue, deshalb tue ich es auch nicht. Weil es nur das ganze Video vermasseln würde und das möchte ich jetzt nicht. Ich gebe mir immer Mühe bei den Videos. Oh, ja, schon wieder, ey. So. Ja, als ob! Hä? Wo hab ich denn da berührt? Also wirklich? Spiel hat sich so gedacht, ja, ich weiß, du wirst es getroffen, also zieh ich dir jetzt schon mal das Leben ab. Und dann, oh, der ist schon tot, ne? Ist mir egal. Boah, endlich mal durchgekommen mit allen Leben, das ist toll. Und ihr merkt schon, es ist nützlicher. Es ist immer nützlich mit dem besseren Jackpack. Ich nehme es immer mit, weil ich damit einfacher, sicherer fühle. Ja, ich habe gerade einfacher gesagt, einfacher. Ja. Was habe ich gesagt? Ich weiß selber schon gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Komm, bring mich um. Mein Gott, wir werden diese Folge nur dieses Level noch zu Ende schaffen. Mehr werden wir auch nicht mehr machen, ne? Tut mir leid dafür werden wir nächste Folge, werde ich durchstarten und das Thema nicht ansprechen, weil sonst, wie ihr schon merkt, bin ich vollkommen kürre und kann nicht mehr arbeiten. Ja. Arbeiten, in Anführungsstrichen. Ist ja keine Arbeit, wo ich Geld bekomme. Ist auch so ein Thema. Ist auch YouTube, also werde ich das auch anfangen. Also als Thema. Es gibt ja Leute, die meinen, dass ich Geld für YouTube bekomme. Momentan noch nicht. Also, oh Scheiße, nein. Ach nö. Wir sehen uns gleich da oben wieder. So, zurück an Ort und Stelle, sogar mit zwei Leben diesmal. Vielleicht werden wir die auch behalten. Wenn wir Glück haben und uns das zum Anstellen, dann... Ja. Okay, zack, in das Auge. Was mache ich da jetzt? Wie kriege ich da jetzt die Münzen? Muss ich jetzt auch fliegen? Boah, dude. Keine Anspielung war das, nein. Och nee, seid ihr, ist es euer Ernst? Oh my goodness. Das ist das Ziel. Nein! Ich hab's gewusst, Leute. Ich hab's verkackt nochmal gewusst, ey. Wir sehen uns oben wieder. Noch ein dritter Cut. So, Leute, da bin ich wieder. Ich habe jetzt schon mehrere Versuche gebraucht. Ja, toll, das war nichts. Mir fehlen nur noch hier die beiden. Dann sind wir wieder am gleichen Stand wie vorhin. Und da oben muss man aufpassen, denn da oben sind Stacheln. Da links, da wo ich hinschieße, da sind Stacheln. Und da muss man aufpassen. Weil die sonst einen... Weil die bringen ja einen sofort um, wie wir wissen. Haben wir schon hin und wieder mal gespürt. Boah, und endlich haben wir dasselbe geschafft, ey. Ihr wisst gar nicht, wie lange ich alles Level versucht habe. So. Und übrigens bin ich jetzt wacher geworden und werde jetzt mit dem Thema weiter anfangen. Und zwar habe ich vergessen, ich habe schon kurz gemacht. So, dann geht's auch weiter. Das Level. Ja, das Level. So. Boah, nö. Jetzt kombinieren die beides. Also so bewegliche Sachen plus Grasland. Mal schauen, wie das sich auswirken wird. Und ich habe sehr schöne Ruckler, weil die Monster erstmal geladen werden müssen. Das sind vier Stäße. Boah, Leute, jetzt kann ich auch verstehen. So viele Monster auf einmal. Ich meine, das Spiel ist ja so kacke und dann braucht es wieder zum Laden. Also das Thema ist so gesehen einfach nur YouTube, einfach ein bisschen so Free Talk about YouTube. Und ich hatte da schon direkt ein Thema, denn ich habe letztens so einen Kommentar bekommen. Den sage ich jetzt auch einfach. Ich dachte den Namen nicht. Ich habe das eh gelöscht. Ich weiß es nur noch auf dem Kopf aus, was er mir geschrieben hat. Da hat mir dann einfach geschrieben,
Ja, er hat mir geschrieben, dass ich jetzt sterbe. Nein, das nicht. Muss das denn Level 2 machen? Och, nö. Das Level 9 machen. Also, er hat mir geschrieben, an deiner Stelle würde ich alles löschen und Battlefield 1 und keine Ahnung, irgendwas da holen. Und ja, das was war so etwa sein ja, Kommentar. Und dann habe ich ihn gelöscht, weil ich einfach keinen Bock auf solche Leute habe. Denn ich werde erstens, wer löscht seine Spiele, vor allem die, die gekostet haben? Wieso sollte man seine gekostet, also seine Spiele, keine Ahnung, einfach löschen, obwohl die Geld gekostet haben? Ich meine, da könntest du dir wenigstens verschenken, aber nicht löschen. Das ist eher Fakt 1, ja? So, erstmal hier alles einsammeln, dann bring mich auch kurz rum. Fakt 2 ist, ich spiele kein Battlefield 1, wahrscheinlich auch deshalb, weil ich keine Xbox habe. Und ja, ich werde auch solche... das sieht jetzt oben nicht. Das ignoriert es einfach. Ich werde auch solche Spiele, solche Ballerspiele, also die meisten Ballerspiele werde ich eh nicht let's playen, weil ich einfach nicht so ein Typ auf Ballerspiele bin. Manche sind natürlich richtig cool und die spiele ich dann auch, weil ich einfach selbst auch Bock habe. Aber sowas wie Battlefield, sowas, das ist nicht so meins. Ist nicht so meins. Ich wusste das. Ich wusste es. So, jetzt ganz schnell zurück. Und sterben. Yeah, da oben war wahrscheinlich das Ziel. Perfekt. Ja. Das war auch das Thema. Also ich möchte bitte keine Kommentare, in denen steht, lösch deine Spiele oder irgendwie sowas wie, keine Ahnung, spiel das und das Spiel oder du bist schlecht oder ihr wisst, was ich meine, oder? Ja. Also bitte schreibt solche Kommentare nicht und tötet mich auch nicht so wie der hier. So, ich muss mich jetzt wieder konzentrieren. Ich bin zwar wacher, aber nicht konzentrierter. Das ist das Problem. Oh mein Gott. Ja, komm, bring mich um. Du kannst mich schon umbringen. Mit einem Leben macht es keinen Sinn mehr hier durchzugehen. Mit zwei Leben macht schon noch Sinn, aber ne. Dann die Leute, die meinen, ja, du machst doch eh nie nur Videos, damit du dein Geld kriegst, da du bearbeitest eh nicht, ist alle Videos kacke. Ich kenn zwar das Spiel nicht, aber es ist auf jeden Fall kacke. So was zum Beispiel, das ist, finde ich, auch jetzt ziemlich dreist, weil man kriegt kein Geld auf YouTube, solange man nicht ein Konto angeschlossen hat. Und als ob ich mit meinem Alter ein Konto besitze. Leute, wirklich, was erwartet ihr? Bin ich Krösus oder was? So. Gib mir die Münze. Danke. Die Stelle ist mehr so langweilig und nervend. Die ist nicht schwer. Sollte sie zumindest nicht. bei meinem Skill wahrscheinlich doch. Boah, da disst man sich selbst. Damit die Leute Kommentare mehr ruhig sind. Ich weiß. Okay, warte. So. So muss man durch. Boah, Dudes. Okay, was mache ich? Okay. Okay, ich warte. Okay, Leute. Husch. So. Schau kurz auf die Uhrzeit. Ja, und dann gehen wir ins nächste Level. Das letzte Level für heute. Warte mal kurz. Okay, ich habe mich vertan, sorry. Gut, dann schaffen wir in dieser Folge sogar doch 4 Level. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, wir schaffen so mindestens 2. Das haben wir auch geschafft, klar. Aber ich dachte, wir machen so 2 oder vielleicht sogar 3, wenn wir es noch schaffen. Weil ich mich halt so fühle. Aber ne, anscheinend läuft es besser als erwartet. Das ist natürlich schön. Hatte mal weggehen, nervt. Danke.
Scheiße. Ja, ich wollte jetzt unbedingt durch. Ach, das Level wisst ihr noch. Oh, ja. Man muss hier mit drei Leben durch, weil da unten ist der Checkpoint. Ja. Dann nächstes Thema ist, ich habe ja letztens, ihr wisst vielleicht haben Leute das gesehen, das Weihnachtsspecial. Das ist wirklich ein sehr hart bearbeitetes Video und dann verstehe ich nicht, wenn da so viele Dislikes sind. Ihr wisst, also ihr müsst wissen, ich bin jetzt nicht so einer, der sich voll über Dislikes interessiert, die sind mir eigentlich Schnuppe. Aber wenn ich schon sowas sehe, ich habe da, weiß nicht, den ganzen Tag, ich habe da den ganzen Silvester, also den ganzen Weihnachtsabend damit verbracht, das Video zu bearbeiten. Ich bin komplett verrückt geworden an dem Video, weil ich das einfach noch Weihnachten war, das zu Ende bringen wollte. Und dann waren halt so viele Dislikes und ich verstehe einfach nicht, wie... Es gibt halt so viele Hater, das ist einfach unnormal, wie viele es gibt. Vor allem in meiner Fanbase. Ja, klar, es gibt jetzt sowas wie ApoRed und so, die haben jetzt so mehr Hater wahrscheinlich, weil wegen den Sachen, die sie so hochladen, sag ich jetzt mal. Ja. Oh, jetzt muss ich mich erstmal konzentrieren. Das ist das gleiche wie diese Bombenkatzen. Nur, dass sie diesmal Bowlingkugeln sind. Anscheinend. Bam. 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 Wie hältst du auf, Mann? So. Und... Ja. Warte. Nein. Ich wusste es. Ich wusste alles. Ha. Nee. Aber jetzt mal ehrlich. Ich kann es einfach nicht fassen. Wie man eine einzige Person so hart haten will oder hart oder ne? Ihr wisst, was ich meine. Ich verstehe es einfach nicht. Ich meine, ich mag jetzt auch nicht so Videos von, weiß nicht. Ich sage jetzt einfach, ich bleibe jetzt einfach bei ApoRed. Ich will noch nicht mehr Namen sagen. Und wenn ich halt jemanden nicht mag, dann schaue ich ihn halt nicht. Dann, keine Ahnung, dann gehe ich einfach auf kein Interesse bei den Videos. Kann man ja bei den Empfehlungen machen, da steht ja dann, ja, kein Interesse geben und dann kommt es auch nicht mehr als empfohlen. Solche Art Videos. Und das mache ich dann auch immer. Und genauso wie ich jetzt sterbe, mache ich es auch immer. Und genauso wie ich jetzt cutte, mache ich das auch immer. So, zurück beim Ort. Ja, runter. Trotzdem getroffen. Ist mir egal, wir sind eh fast am Ziel. Und ich hoffe, wir schaffen es jetzt auch. Und ich habe vergessen, was ich gesagt habe. Also das Thema habe ich jetzt gerade vergessen. Sorry. Ja, Hater, genau. Ja, wenn ich halt jemanden nicht mag, dann schaue ich ihn halt einfach nicht. Punkt. Und es ist mir egal, ob ich ihn kenne oder nicht. Dann schaue ich ihn einfach nicht. Und das ist halt das Problem. Die meisten Leute wollen halt die anderen da disliken und so, um die halt irgendwie wütend zu machen oder alles. Ich werde das Thema vielleicht in der nächsten Folge noch dranhängen. Oben, das redet ihr immer wieder. Das war's für die Folge, würde ich mal sagen, weil es schon lange und habe jetzt keinen Bock mehr, noch mehr zu machen. Muss ja noch alles cutten und so. Also, wenn ihr Glück habt, kommt vielleicht noch eine Folge. Aber stellt euch nicht drauf fest, wahrscheinlich kommt eh keine. Also, da wisst ihr schon mal. Wenn es gefallen hat, gebt eine positive Bewertung. Haut rein. Genießt mein neues Outro. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Egal. Haut rein. Tschüss.